Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr bzw. Sie alle zugeschaltet haben zu dieser wunderbaren Reihe Food for Future, die der BUND Dresden organisiert hat. Und es ist heute schon der dritte Vortrag in dieser tollen Veranstaltungsreihe. Und bevor wir so richtig loslegen und uns heute damit beschäftigen, was unser Essen eigentlich wert ist, und ein bisschen auch die EU-Agrarpolitik einmal näher unter die Lupe nehmen, wollen wir erstmal noch ein Video zeigen, was euch ein bisschen einstimmt auf das Thema und beleuchtet, was eigentlich unser Essen und unser Konsum denn insgesamt so für Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt hat. In diesem Sinne, erst einmal viel Spaß mit dem Video. Wusstest du, dass der Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 bei 2 Tonnen pro Jahr liegt? Nur für unsere Ernährung. Dabei kannst du bereits mit deinem Einkauf das Klima schützen. Probiere doch mal, weniger tierische Produkte zu essen. Denn in der Tierproduktion ist der CO2-Ausstoß besonders hoch. Aber auch Flugware und Obst und Gemüse aus dem Gewächshaus haben es in sich. Greif daher lieber zu Produkten der Saison. So hilfst du, viele schmutzige Produktionsschritte abzuschaffen. Unterstützt die regionalen Landwirte. Und wenn du kurze Wege mit dem Fahrrad zurücklegst, bist du schneller am Ziel und hältst dich gleichzeitig fit. Mit einem Einkaufszettel machst du dir deinen Einkauf bewusst. Er geht schneller und du kaufst wirklich nur das, was du brauchst. Sollte dann doch mal etwas übrig sein, wirf es bitte nicht weg, sondern teile es mit anderen. Foodsharing eben. Hilf mit für eine klimafreundliche Landwirtschaft. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Mein Name, überhaupt, den habe ich euch noch gar nicht verraten. Ich heiße also Jessica Stubenrauch und heute soll es jetzt um das Thema gehen, was ist unser Essen wert? Und wir wollen die EU-Agrarpolitik ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen. Wie habe ich diesen Vortrag gegliedert? Es geht also eben los mit der EU-Agrarpolitik und der Frage, wird hier eigentlich öffentliches Geld für öffentliche Leistungen bezahlt? Und wer profitiert hier eigentlich und was hat das vielleicht auch für marktverzerrende Wirkungen? Dann möchte ich auf die Folgen einer intensiven Landbewirtschaftung eingehen und eben fragen, welche Kosten sind vielleicht gar nicht mit in den Preisen eingerechnet. Also was ist mit den externen Kosten? Um dann im dritten Teil des Vortrags darauf zu kommen, was spiegeln die Preise eigentlich wider? Was ist denn mit unserem Einkaufsverhalten? Und was kommt vor allen Dingen von dem, was wir für unser Essen bezahlen, beim Bauern letztlich an? Und zum Schluss dann noch auf Alternativen eingehen und da vielleicht auch ein bisschen unterscheiden zwischen echten Alternativen und, naja, ein bisschen Greenwashing, so will ich es mal nennen. Also viel Freude, jetzt geht's los mit der EU-Agrarpolitik. Und hier am Anfang gleich nochmal 2 Tipps für alle, die das noch ein bisschen über diesen Vortrag hinaus interessiert. Die können sich gerne im Agraratlas und im Konzernatlas auch noch weiter informieren. Das sind ganz, ganz tolle Beiträge drin und die kann man zum Beispiel auch beim BUND bestellen oder downloaden. Ja, ich möchte mit der EU-Agrarpolitik anfangen. Was ist da wichtig zu wissen? Die ist erstmal unterteilt, wie man hier sehen kann, in 2 große Säulen. Die erste Säule, das sind 70% der ganzen Zahlungen, die Direktzahlungen, und die zweite Säule ca. 30%, jetzt erstmal überschrieben mit dem Stichwort ländliche Entwicklung. Wie viel ist das eigentlich jährlich ungefähr, damit man mal eine Vorstellung hat? Das sind ungefähr 48 Milliarden Euro jedes Jahr, so über 45%, fast 48% des EU-Agrarhaushalts, die in die Agrarförderung fließen, also ganz eine entscheidende und sehr große Summe. Und 70% davon fließen eben in diese erste Säule, die Direktzahlungen, die sich im Wesentlichen an der landwirtschaftlichen Nutzfläche orientieren. Also mit einer größeren landwirtschaftlichen Nutzfläche bekommt man auch mehr Zahlungen. Und hat man versucht, tatsächlich diese erste Säule trotzdem ein bisschen umweltfreundlicher zu gestalten mit verschiedenen Mitteln. Am Anfang kam die Cross-Compliance, dieses CC, an was eben diese Basisprämie gekoppelt ist. Das sind aber allerdings nur Grundanforderungen an die Betriebsführung, die wirklich nicht über ein wirklich minimales Maß an Regeln hinausgehen, die eben zum
Ackerbau oder zur Tierhaltung hinzugehören, die also wirklich Basisstandards definieren. Und gleichzeitig wurden auch noch Standards für die Erhaltung von Flächen im guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand definiert. Aber auch hier würde ich sagen, sind das eben eher Mindestanforderungen. Zum Beispiel wurde die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie integriert oder es gibt bestimmte Mindestanforderungen an die Bodenbearbeitung. Was dann als zweites Paket sozusagen, um die erste Säule ein bisschen grüner anzustreichen, würde ich jetzt mal ganz frech sagen, geschehen ist, war das Greening. Das Greening teilt sich in drei Maßnahmen ein. Einmal die Anbaudiversifizierung, die gilt aber erst ab 10 Hektar Größe von der landwirtschaftlichen Fläche und die Hauptfrucht darf immer noch 75% ausmachen. So, das ist also, naja, man kann sich darüber streiten, ob es wirklich eine Diversifizierung ist oder eben doch nicht so viel mehr Vielfalt bringt. Gleichzeitig wurde der Schutz von Dauergrünland eingeführt. Also wenn 5 Jahre eine Fläche Dauergrünland oder Grünland war, dann muss sie es auch weiter bleiben und darf eben nicht mehr als Acker umgebrochen werden. Es war auch eine Reaktion darauf, dass eben im Rahmen des verstärkten Biomasseanbaus auf Ackerflächen eben dieser Grünlandumbruch unterbunden werden sollte. Allerdings ist auf diesem Dauergrünland immer noch eine intensive Bewirtschaftung erlaubt. Es dürfen darf intensiv gedüngt werden, dürfen Pestizide eingesetzt werden, sodass hier das Greening doch nicht ganz so grün ist. Und dann die ökologischen Vorrangflächen, die müssen ab einer Betriebsgröße von 15 Hektar eingerichtet werden, betreffen aber wiederum nur 5% der Fläche. Und gleichzeitig konnten eben bestimmte Landschaftselemente, die schon vorhanden waren, auch mit einbezogen werden. Und auf diesen ökologischen Vorrangflächen ist es auch erst seit 2017 verboten, Pestizide einzusetzen. Und es kann auch nach wie vor weiterhin mineralisch gedüngt werden, sodass insgesamt für die Artenvielfalt nicht so viel bei den ökologischen Vorrangflächen herausgekommen ist, zum Beispiel wie man sich erhofft hat. Und auch insgesamt das Greening eben nicht dazu geführt hat, dass die landwirtschaftliche Bewirtschaftung eben so viel umweltfreundlicher geworden ist. Hier habe ich nochmal eine Grafik dazu, zu den ökologischen Vorrangflächen, wo eben hier getitelt wird Ziel verfehlt aus dem Agraratlas, dass eben bestimmte Landschaftselemente und Hecken und Brachen, die sind ja für die Artenvielfalt teilweise noch bedeutsam, bestanden aber auch eben vor dem Greening sozusagen schon. Gleichzeitig wurden aber auch viel Stickstoffbinder wie Leguminosen gefordert oder Zwischenfruchtanbau. Das ist zwar vorteilhaft, wenn es darum geht, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, aber für den Artenschutz an sich hat das doch eher wenig Auswirkungen. Jetzt wollen wir mal zur zweiten Säule gehen, die hier mit ländlicher Entwicklung überschrieben ist. Hier gibt es 6 Prioritäten, das sind Minimierung der Lebensmittelverluste, der Wiederherstellung oder der Erhalt von Ökosystemen, die Erhöhung der Ressourceneffizienz und auch eine Erhöhung von Kunststoffspeicherung im Boden, was ja unter Klimaschutzgesichtspunkten auch wichtig ist. Das Spezielle an der zweiten Säule ist, die ja schon eben viel weniger stark gefördert wird, dass hier eine Kofinanzierung durch Mitgliedstaaten notwendig ist, außer man schichtet von der ersten Säule in die zweite Säule Finanzmittel um. Und das ist theoretisch bis zu 15% ist eine Umschichtung möglich. Das muss man dann auch nicht kofinanzieren. Deutschland schichtet aber allerdings nur 4,5% um, sodass also hier leider nicht die volle Kapazität ausgenutzt wird, die theoretisch bestehen würde, um von dieser hektarbasierten Zahlung wegzukommen, mehr in die direkte Förderung der ländlichen Entwicklung, worunter eben auch die Förderung von Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen fällt. Und die ist meist projektbasiert, also eine Laufzeit zwischen 5 und 7 Jahren werden hier für die Projekte angesehen. Hier sieht man mal, wie diese deutsche Förderung von dem ELA-Fonds, der da dahinter steht, funktioniert, die eben teilweise kofinanziert ist und was da so gefördert wird. Und das ist schon relativ viel, was hier an Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen gefördert wird. Insgesamt ist hier abgezeichnet von 2014 bis 2020 in Millionen Euro, wie viel gefördert wurde. Der ökologische Landbau fällt hier zum Beispiel auch mit darunter. Wenn man sich jetzt aber nochmal im Vergleich anguckt, hier habe ich nochmal eine Grafik rausgesucht vom Umweltbundesamt, dann sieht man eben, dass die erste Säule mit diesen relativ geringen Umweltstandards und dieser Greening-Prämie
erst ab 2017 wird die auch entsprechend gekürzt, die Zahlung aus der ersten Säule, wenn die Greening-Voraussetzungen nicht erfüllt sind, dass die also wirklich den maßgeblichen Teil ausmachen und die zweite Säule, die ja noch Förderung ländlicher Entwicklung beinhaltet, eben nur hier zu einem relativ geringen Anteil wirklich ökologischen Landbau und Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen fördert und eben auch nicht die Kapazitäten genutzt werden, um mehr in die zweite Säule umzuschichten. Jetzt nochmal zur Verdeutlichung, das ist hier auf Englisch, aber man kann es trotzdem erkennen, wie viele Mittel insgesamt in Europa vom Agrarhaushalt in die Agrarförderung gesteckt wurden und hier nochmal die Milliarden Euro abgetragen. Man sieht, es wurde also ein bisschen weniger jetzt seit 1990 und der größte Anteil hier grün dargestellt sind aber eben die landwirtschaftlichen Direktzahlungen und der kleinere Anteil lila eben diese ländliche Entwicklung, wovon wiederum nur das Schraffierte die Umwelt- und Klimamaßnahmen sind. Wer profitiert? Dazu hier eine schöne Grafik von der Europäischen Kommission, wo hier so schön dargestellt ist, dass 80% der Begünstigten 20% aller Zahlungen erhalten. Wenn man das aber genau andersrum sagt, dann fällt einem wirklich auf, dass eben 20% aller Begünstigten 80% der Zahlungen erhalten und es sogar noch krasser ist, wenn man sich verdeutlicht, dass 0,5% der landwirtschaftlichen Betriebe, also der riesengroßen Betriebe, 16% der Agrarförderung abschöpfen. Das liegt eben daran, dass der Landbesitz stark konzentriert ist und eben an dieser Förderstruktur, die eben größtenteils nach wie vor auf die landwirtschaftliche Fläche abzielt und nicht darauf, wie ich eigentlich wirtschafte. Und dass das vor dem Hintergrund, dass wir vor einer Klimakrise stehen, vor einem großen Artensterben stehen, eben nicht mehr entsprechend angemessen ist, müsste ja eigentlich jedem einleuchten und müsste eigentlich den Bedarf daran, was zu ändern und die Zwei-Säulen-Struktur endlich aufzulösen und tatsächlich nur noch zu fördern, wenn entsprechende nachhaltige Anbauweisen erfolgen, müsste das eigentlich in den Vordergrund rücken. Hier nochmal kurz zu den Schlussfolgerungen, wie man sie jetzt ziehen kann. Also es gibt eben eine mangelnde Verknüpfung der Direktzahlen mit den Zielen von Umwelt- und Ressourcenschutz. Es werden weiterhin intensive Landwirtschaftspraktiken unter hohem Mineraldünger- und Pestizideinsatz gefördert. Die ganzen Folgekosten, die ich gleich im zweiten Teil noch erläutere, werden eben nicht den Verursachern zugewiesen. Und es ist auch noch kontraproduktiv im Hinblick auf die nachhaltige Landwirtschaft in anderen Ländern, in Drittstaaten, die gleichzeitig gezwungen werden, weil so eine umfangreiche Agrarförderung mit so viel Geld gibt es eigentlich kaum in einem anderen Drittland oder in einem anderen Gebiet auf der Welt, sodass hier schon, obwohl man ja sagt, dass es die nicht hat oder nicht mehr haben sollte, eine gewisse Marktverzerrung stattfindet. Und wie sieht das aber? Ich will noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, weil wir sind ja gerade in der Phase, wo über die neue GAP, über die neue Agrarförderung diskutiert wird. Wie soll das also in Zukunft sein? Und ich habe ja schon die Hoffnung geäußert, dass man dann mal einen richtigen Schlag gemacht hätte und gesagt, okay, wir schaffen diese zwei Säulen ab, wir fördern nur noch Umweltleistungen. Das Gegenteil ist aber passiert, bisher zumindest. Es sieht so aus, dass gerade die zweite Säule besonders stark gekürzt werden soll, also um 27%, die erste Säule um 11%, also insgesamt ein bisschen weniger Agrarförderung. Das Greening und die Cross-Compliance sollen komplett abgeschafft werden und durch eine erweiterte Konditionalität ersetzt werden. Da gibt es ein paar Änderungen. Es wird also jetzt auch die Wasserrahmenrichtlinie zum Beispiel integriert. Es soll vielleicht ein Nährstoffmanagement-Tool geben, wo alle Landwirte verpflichtet sind, das europaweit zu machen. Es sollen anstatt der Anbaudiversifizierung soll jetzt von Fruchtfolgenmanagement gesprochen werden, wobei wiederum die Mitgliedstaaten bekommen höchstwahrscheinlich in der nächsten Förderperiode viel mehr Macht sozusagen oder viel mehr Einfluss darauf, wie sie ihre Agrarförderung einsetzen, was einerseits positiv ist, wenn man dann auf die Spezifika in dem Land besser hinwirken kann. Andererseits funktioniert das nur, wenn wirklich die äußeren Rahmenbedingungen stimmen. Und davon ist halt leider nicht auszugehen. Und eine weitere Neuerung werden noch die Eco-Schemes sein. Die sollen also in der ersten Säule verankert werden. Es ist aber noch unklar, wie viel Prozent von den finanziellen Mitteln, die in der ersten Säule sind, für diese Eco-Schemes, die eben sowas sind wie besonderes, nachhaltiges Wirtschaften, da können wieder verschiedene Projekte drunter fallen. Die können freiwillig von den Landwirten in Anspruch genommen werden, aber es ist eben noch unklar,
wie viel Geld davon von der ersten Säule verwandt wird. Also leider muss man sagen, bisher sieht es so aus, als wird an dieser relativ veralteten Struktur, die nicht mehr auf die Zukunftsherausforderungen ausgerichtet ist, weiterhin festgehalten. Die Einführung der neuen GAP wurde jetzt um 2 Jahre verschoben, soll also erst 2023 kommen. Man kann also nur hoffen, dass bis dahin sich doch noch mal etwas dreht. Und sich dafür einsetzen, dass es passiert, zum Beispiel über den BUND oder über andere Aktionen. Was sind denn aber jetzt, jetzt komme ich zum zweiten Teil, die Folgen einer intensiven Landbewirtschaftung und diese externalisierten Kosten? Ja, einmal ist das ein hoher Mineraldüngereinsatz, der sich also weltweit der Phosphoreinsatz verdreifacht hat, der Stickstoffeinsatz sogar verneunfacht seit 1950. Was ist daran eigentlich so problematisch? Erstens ist insbesondere die Stickstoffproduktion an fossile Energien gekoppelt. Also 2% des globalen fossilen Energieverbrauchs werden schon für Mineraldünger eingesetzt. Nur um herzustellen, also im Haber-Bosch-Verfahren dieses Stickstoff. Phosphat wird abgebaut in Minen und ist teilweise verunreinigt mit Schwermetallen wie Cadmium und Uran. Viele Länder sind importabhängig. Und gleichzeitig wird der Boden eben nur mit diesen reinen Nährstoffen genährt und es kommt keine organische Substanz auf den Boden. Ja, gleichzeitig neben einem hohen Kunstdüngereinsatz, wie man es auch nennen kann, wenn man jetzt Mineraldünger nicht verwenden will, haben die Pestizide einen wahren Siegeszug um die Welt hingelegt mit der Industrialisierung auch der Landwirtschaft. Man sieht hier einmal den Siegeszug der Ackergifte abgetragen. Der weltweite Einsatz von Pestizidwirkstoffen nach Ländern und Kontinenten. Die Farben der Länder spiegeln die Tonnen landesweit wieder, wo man sieht, ganz viel ist rot, auch Brasilien und Teile Europas, USA und dann abgestuft. Und die Zahlen in den lila oder Kreisen zeigen halt den Anstieg in Tonnen. Seit 1950 ist der Einsatz von Pestiziden um das 50-fache gestiegen. Und was gibt es da für verschiedene? Es gibt eben Insektizide, die direkt Insekten töten. Es gibt Herbizide gegen spezielle Beikräuter und auch Totalherbizide. Das bekannteste davon ist wohl Glyphosat und das mittlerweile auch umstrittenste oder am meisten diskutierteste, was auch noch damit einhergeht, dass eben nicht nur das Glyphosat an sich eingesetzt wird, sondern auch noch gentechnisch veränderte Pflanzen teilweise, die halt eben resistent sind gegen dieses Mittel. Bayer hat allein mit Pestiziden wohl um die 11,2 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht und dann aber teilweise Studien eben selbst beauftragt zur Schädlichkeit. Und erst seit 2019 müssen auch problematische Studien mit in die Bewertung einbezogen werden, in der EU wohlgemerkt. Was hat das für Folgen? Dass einerseits Insekten sterben. In Deutschland, also man sieht, das ist auch ein weltweites Phänomen, genauso wie der Einsatz von Pestiziden und die Landbewirtschaftung, die sich immer weiter intensiviert an sich. Es gibt teilweise relativ wenige Studien, aber hier sind mal ein paar zusammengestellt und es sind auch alle möglichen Arten an Insekten betroffen. In Deutschland ist es so, dass so ein Verein in Krefeld, der 60 Standorte über 27 Jahre gemessen hat, festgestellt hat, dass mehr als 75% der Gesamtmasse an Fluginsekten aus Teilen Deutschlands verschwunden ist, dass Schmetterlinge und Spezialisten besonders stark betroffen sind. Also es gibt über 70% weniger Tagfalter. Und zwischen 2008 und 2017 hat sich auch auf Grünlandflächen, die ja meist auch intensiv bewirtschaftet werden, die Insektenmasse um rund 2/3 verringert, was doch erheblich ist. Ja, nicht nur auf die Insekten wirken Pestizide, die hatten wir mal, fand ich ganz spannend, wollte ich kurz mit einfügen. Die Haare von verschiedenen Probanden in 6 EU-Ländern gemessen. Und hat festgestellt, dass tatsächlich auch in Deutschland 44,1% konnte man eben noch Rückstände von Pestiziden in den Haaren feststellen. Was die gute Nachricht allerdings, also die schlechte ist, dass sich das multipliziert natürlich mit anderen schädlichen Umwelteinflüssen und deswegen irgendwann die Menschen auch stark belastet. Das Positive ist, es gibt wissenschaftliche Studien,
dass, wenn man sich nur eine Woche ökologisch ernährt, zumindest nicht in den Haaren, aber im Urin, der Nachweis an Pestiziden bereits um 90% zurückgeht. Also man kann schon selbst auch etwas dafür tun, dass man eben nicht so stark belastet ist. Was hat das für eine Auswirkung auf unsere Böden? Hier habe ich gerade am Wochenende noch in der Heimat sozusagen ein Foto von einem Maisfeld gemacht. Und was kann man hier sehen? Erstens kann man sehen, dass der Boden natürlich stark ausgetrocknet ist, schon als Auswirkung vom Klimawandel. Zweitens steht der Mais ist vielleicht nicht so hoch gewachsen wie in anderen Jahren. Drittens ist der Boden relativ nackt, sieht relativ verhärtet aus, eben weil es auch so lange nicht geregnet hat. Der Reifendruck kommt noch hinzu. Es ist teilweise auch so, dass durch eine intensive Bewirtschaftung insgesamt die Humusgehalte im Boden abnehmen und eben durch einen hohen Mineraldüngereinsatz zum Beispiel auch oder durch falsche Fruchtfolgen oder eben eine zu intensive Nutzung, wenn zu wenig organische Substanz auf den Boden zurückgeführt wird, führt es eben dazu, dass er sich verdichtet, dass es weniger Bodenleben gibt, dass es die Nährstoffe schlechter aufgeschlossen werden können und dass dann, wenn es jetzt eben doch mal wirklich regnet, was ja jetzt bald passieren soll, und wenn so eine Kultur so einzeln steht und so viel Boden so nackt ist, es natürlich super schnell passieren kann, dass der Boden das Wasser überhaupt nicht speichern kann und das alles erodiert wird und die ganzen eingesetzten Pflanzenschutzmittel und die Düngemittel vielleicht, die da noch oben drauf liegen und der Boden überhaupt an sich in das Gewässer gelangen. Die Löcher hier, das ist vielleicht auch schon diejenigen, die auf dem Feld viel unterwegs sind oder mit Landwirtschaft zu tun haben. Wir haben auch gerade eine Mäuseplage noch extra dazu. Das ist also kaum zu übersehen. Jetzt bin ich schon bei den Auswirkungen auf die Gewässer. Das ist hier ein Bild vom Golf von Mexiko. Gibt es aber auch in anderen Gebieten diese sogenannten Todeszonen breiten sich halt in Meeresarten und Seen immer mehr aus und die haben sich seit den 1950er Jahren auch verzehnfacht. Was ist das? Eine Hypoxie, also eine Unterversorgung mit Sauerstoff, weil zu nährstoffreiches Wasser, zum Beispiel angereichert mit Phosphat, mit Stickstoff in die Meere und Flüsse, in die aquatische Umwelt an sich gelangt, dort das Algenwachstum stimuliert, soweit, dass es eben zu einer Überproduktion von Algen kommt, die teilweise auch noch toxisch sind, wie Cyano-Algen zum Beispiel. Und selbst wenn die Algen dann absterben, werden die durch Bakterien zersetzt, die wiederum den Sauerstoff aufzehren, sodass es eben dann Zonen werden ohne jegliches Leben. Und hier, das ist also wohl die weltweit größte im Golf von Mexiko. Und man hat tatsächlich herausgefunden, dass Tyson Food, das ist der größte Fleischhersteller in den USA, der zum Beispiel Walmart oder McDonald's auch beliefert, hier mitverantwortlich ist oder einer der Hauptverursacher mitverantwortlich ist, glaube ich, zu schön ausgedrückt. Es werden da wöchentlich 35 Millionen Hühner, 125.000 Rinder und 415.000 Schweine geschlachtet. Und nicht das allein sorgt aber für die Austräge von diesen Nährstoffen ins Wasser, sondern insbesondere der Futtermittelanbau, der eben dann auch intensiv stattfindet und nicht nur dort in den USA, sondern vor allem auch, jetzt komme ich zur nächsten Folie, in Brasilien, wo ja auch die Bilder jetzt sehr häufig um die Welt gegangen sind, wie der Regenwald und die letzte Lunge der Erde brennt. Also auch diese Kosten spiegeln sich eben nicht. Das werden wir gleich noch sehen in unserem Fleisch wieder. Und jetzt könnte man natürlich sagen, was haben wir mit Brasilien zu tun? Wir haben in dem Sinne mit Brasilien zu tun und dem Sojaanbau, dass die EU der zweitgrößte Importmarkt von Soja nach China ist aus dieser Region und es eben verwandt wird, um hier unsere Fleischproduktion anzukurbeln und dort natürlich eben Wald im Akkord sozusagen vernichtet. Man sieht hier in Gelb die älteren Plantagen dargestellt, lila ist die Expansion nur von 2005 bis 2009 und rot dargestellt starke Entwaldung und Bepflanzung und ja, starke Entwaldung, begrenzte Bepflanzung, also wie gesagt in Deutschland. Zum Vergleich, also sehr klein, es geht hier also wirklich um riesengroße Flächen. Die Futterflächen für die Fleischproduktion steigen eben fast überall an. Auch die Fleischproduktion an sich ist nach wie vor steigend. 2018 wurden 335 Millionen Tonnen produziert, 1970 noch ein Drittel davon. Und das geht natürlich stark auf Kosten der Natur und dieser Flächen, die eben meistens monokulturell mit hohen Pestizideinsätzen und Mineraldünger bewirtschaftet werden. Aber auch, um jetzt wieder auf Deutschland zurückzukommen, was hat das hier für Folgen, dass wir eben so viele Tiere auf engem Raum halten,
die wir von unseren Flächen gar nicht ernähren können. Ja, die Tiere logischerweise produzieren Exkremente und Gülle und die sammelt sich dann eben an und die wiederum ist eben zu viel, um die auf die vorhandenen Flächen aufzubringen, was teilweise dennoch geschieht, sodass eben die Nitrate bis ins Grundwasser wandern und wir auch in Deutschland schon ein Vertragsverletzungsverfahren hatten wegen Nichteinhaltung der Nitratwerte und große Probleme haben, das Grundwasser dann da wieder sauber zu bekommen. Gleichzeitig kommen noch von Niederlanden Gülle zu uns nach Deutschland gefahren, weil hier die Gesetzgebung ein bisschen stärker ist als bei uns und wir fahren jetzt unsere Gülle schon nach Polen. Aber eigentlich muss man sagen, wenn wir auch über verfehlte Politik reden, müsste man endlich mal diese großen Anlagen verbieten beziehungsweise abschaffen und diese Tierhaltung effektiv reduzieren. Aber davon findet sich bisher nichts, auch nicht im Koalitionsvertrag. Und ich habe auch noch nichts gehört, dass wirklich an diesen Treibern der Umweltzerstörung und auch einer Landbewirtschaftung, die eben weit über Deutschland hinaus ihre Folgen zeigt, gearbeitet wird. Und das ist nicht nur schädlich auch fürs Grundwasser und für die Böden woanders und für die Entwaldung, sondern eben auch fürs Klima. Das hier ist nochmal eine Grafik aus dem Fleischatlas, wo eben, ich will jetzt gar nicht ins Detail eingehen, das kann jeder gerne nochmal nachlesen, wo eben steht, dass wenn wir auch nur 20%, was wahrscheinlich gar nicht ausreichen würde, um die Klimaziele zu erreichen, unsere Fleischproduktion einschränken würden, dass dann so viele Klimagase gespart werden könnten, wie wenn man das viertgrößte Kohlekraftwerk in Weißweiler abschaltet. Ja, dennoch werden bisher eben Exportüberschüsse in allen Fleischarten in Deutschland erwirtschaftet. Also es ist so, dass unser Selbstversorgungsgrad bei Schweinefleisch bei, ich glaube, 122% liegt. Also viel höher als das, was wir eigentlich auch selbst brauchen würden. Und das wäre ja selbst noch zu hoch. Also man muss tatsächlich diese exportorientierte Bewirtschaftung und Tierhaltung vor allen Dingen überwinden und versuchen, wieder regionaler zu produzieren und die Tierhaltung eben einschränken. Leider gibt es da noch keine starken Signale von politischer Ebene. Ja, wie ist denn das nun mit unserem Einkaufsverhalten? Denken wir darüber nach oder nicht? Und was kommt davon beim Bauern an? Ich möchte jetzt zum dritten Block kommen. Hier eine schöne Grafik, die ich gefunden habe bei Food Collection, die mal errechnet haben, was bei verschiedenen Lebensmitteln beim Bauern ankommt. Und da sieht man, das ist eben super wenig. Also hier stehen die Cents fürs Bier und fürs Mischbrot abgebildet und fürs Kotelett. Und das liegt eben auch daran, dass die Erzeugerpreise für Milch, Fleisch und Getreide eigentlich dauerhaft zu niedrig sind. Und dass natürlich auch der Lebensmitteleinzelhandel zusätzlich noch einen großen Preisdruck ausübt und die Spanne teilweise bei den Vermarktern bleibt, sodass man eben auch darüber nachdenken muss, wie kann man vielleicht zukünftig andere Vermarktungswege einschlagen. Also beim Bauern an sich kommt eben sehr wenig von dem an, was tatsächlich wir für das Produkt bezahlen, wobei eben Fleisch insgesamt zum Beispiel und anderes auch noch zu billig ist, um wirklich nachhaltig produziert zu werden. Das Einkaufsverhalten in Deutschland spiegelt aber nach wie vor jetzt nicht unbedingt einen Trend wider, wenn man jetzt schaut, dass zum Beispiel bei Fleisch 3/4 der Menschen das auch nicht im Fachgeschäft kaufen, sondern auf Edeka, Rewe etc. zurückgreifen oder Aldi und Lidl. Und Fleischerei, Fachgeschäfte, gut, immerhin 22,5%. Und der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland hier 2016 mal abgebildet, sieht man, dass die Edeka-Gruppe das stark beherrscht, gefolgt von der Schwarzgruppe, Rewe, Aldi und Metro. Hier sind mal die Marktanteile in Prozent abgebildet. Ja, die Preise für Fleisch, ich habe nochmal so eine Angebote aktuell jetzt von Rewe rausgesucht und für Edeka und hier das Nackensteak für 55 Cent je 100 Gramm oder argentinisches Blockhaus-Steak für 7,84, das ist gerade mal sehr teuer im Vergleich. Aber dann geht es schon weiter mit Schweinenackensteak bei Edeka für 1,76. Das kann eben nicht nachhaltig produziert sein und nicht aus einer Tierhaltung kommen, die eben die Schweine zum Beispiel besser hält und nicht in der Kastenhaltung und nicht zusammengepfercht, die Menschen besser bezahlt, die da arbeiten und die eben nicht auf billiges importiertes Soja angewiesen ist. Ja, jetzt gleichzeitig mal das Einkaufsverhalten für ökologische Produkte. Also warum, kurz noch an dieser Stelle erwähnt, warum ist Ökolandbau
vielleicht in vielen Sachen schon besser. Das ist eben so, weil da auf schnell lösliche mineralische Düngemittel verzichtet wird. Es wird auf viele Pestizide verzichtet und es gibt zumindest eine gewisse Flächenbindung für die Tierhaltung. Also es müssen ein bestimmter Anteil, auch wenn es nicht 100% sind, von 50 bis 70%, das variiert. Teilweise haben auch bestimmte Labels noch extra Vorgaben, aber jetzt nach EU-Recht muss zumindest ein gewisser Anteil vom Futter auf der Fläche in der Region angebaut worden sein. Und man sieht hier, dass tatsächlich auch die Nachfrage nach ökologischen Lebensmitteln stark ansteigt, relativ steil. Gleichzeitig, wenn man jetzt mal auf Deutschland guckt, ist es also der lange Aufschwung hier betitelt, sind die Flächen, die ökologisch bewirtschaftet werden und die landwirtschaftlichen Ökobetriebe, das schleicht also so vor sich hin und eben wegen, kann man wieder sagen, auch einer mangelnden Förderung und einer mangelnden Politik in diese Richtung, wurde also dieses 20%-Ziel, was schon seit wirklich Ewigkeiten das Ziel ist, einfach immer wieder verschoben, ohne tatsächlich einen wirklichen Plan zu machen, wie man das erreichen will. Jetzt mit der Farm-to-Fork-Strategie auf EU-Ebene, die übrigens auch nicht zur EU-Agrarpolitik sonst passt, genauso wie die Biodiversitätsstrategie, wurde das Ziel gesetzt, europaweit 25% Ökolandbau, 50% weniger Pestizide. Und ja, ob man jetzt das erreicht und wie man das auf die Mitgliedstaaten umschichtet, das muss man tatsächlich noch sehen. Und es soll auch, sollen 20% weniger mineralische Düngemittel eingesetzt werden, laut EU-Vorgaben in diesen Strategien Biodiversität und Farm to Fork, also von der Gabel auf den Teller. Aber wie gesagt, in Deutschland hat der Ökolandbau bisher, was den Anbau angeht, die Produktion eben nicht so einen steilen Anstieg wie die Nachfrage, was natürlich dazu führt, dass man wieder viel importieren muss, wo es die Frage gibt, kann man das dann noch richtig kontrollieren? Was ist mit dem langen Transport? Das ist also wirklich sehr schade. Hier ist ein großer Bedarf, das zu ändern. Das Einkaufsverhalten für ökologische Produkte ist besonders bei Eiern ganz stark, also hier ganz stark, wenn man 12,4% als stark bezeichnen will im Vergleich. Bei Fleisch und Wurst, was ja gerade so problematisch ist wegen der Umweltauswirkungen, die ich dargestellt habe, sieht man, das ist aber nur 1,3%, super wenig, aber auch, weil es ganz wenig ökologisch gehaltene Schweine zum Beispiel gibt, weil das kaum jemand macht, weil er dann auch Angst hat, dass er das teure Fleisch vielleicht doch nicht los wird und weil es einfach auch entsprechend nicht nachgefragt wird. Das bedingt sich ja auch immer gegenseitig. Ja, was sind denn nun Alternativen? Ich möchte zum letzten Block kommen oder was ist vielleicht auch Greenwashing. Eine Alternative hatte ich schon angesprochen, ist der Ökolandbau, also das Öko-Siegel, wo man darauf achten kann. Hier ist eine schöne Grafik, die ich teilen möchte, wo es um die Insektenanzahl auf Kuhfladen geht. Da wurde mal gemessen, wie viele Insekten auf den Kuhfladen, auf Weiden in 3 Bewirtschaftungsformen in den Niederlanden gefunden werden konnten. Und da sieht man konventionelle Bewirtschaftung, da ist der Fladen nur halb voll mit den verschiedenen Arten. Und bei ökologischer Bewirtschaftung kommt es tatsächlich fast an das Naturschutzgebiet ran. Also es ist doch ein wesentlicher Unterschied dazu. Es gibt auch viel mehr Blütenbesucher. Also es gibt eine höhere Artenanzahl auf ökologisch als auf konventionell bewirtschafteten Flächen. Das ist hier das Ergebnis aus 528 Studien in Prozent. Es gibt halt mehr Wildkräuter im Feldinneren oder mehr Insekten auf diesen und am Acker und auch Wildkräuter am Feldrand und auch blütenbesuchende Arten sind eben häufiger vorkommender, genauso wie Bienen, die ja eine Riesenbestäubungsleistung vollbringen. Gleichzeitig werden eben Nützlinge gestärkt und man kann dadurch Insektizide sparen. Der Marienkäfer hat mich total beeindruckt, als ich mal mehr über den gelesen habe. Hier sieht man mal Getreideblattläuse an Weizenhallen mit und ohne Marienkäfer und der Anzahl der Blattläuse pro Halm. Und man sieht eben, mit Marienkäfer ist das viel, viel, viel geringer. So ein einzelner Marienkäfer kann ca. 50 Blattläuse am Tag vertilgen und bis zu 40.000 in seinem gesamten Leben. Also wirklich toll. Und wenn man eben eine diversere Landwirtschaft hat und auch Nützlinge stärkt, dann kann man tatsächlich Pestizide sparen. Aber auch im konventionellen Landbau, eigentlich müssen wir ja das Ziel haben, dass dieses Öko ist gut, konventionell ist schlecht, dass diese Dichotomie irgendwann überwunden wird und wir wirklich versuchen, insgesamt nachhaltig Landwirtschaft zu betreiben, sodass eben Boden, Gewässer geschont werden, Klima und wir sogar noch was dazu beitragen und wieder mehr Insekten
um uns fliegen. Und hier kann man eben sehen, dass man in Europa eher von einer extensiven Nutzung mit verschiedenen Wegen und artenreichen Feldrändern und Saumstrukturen und Erd- und Graswegen dazu übergegangen ist, das intensiv zu nutzen. Also man hat nivelliert und eine bessere Landtechnik eingeführt, man hat größere Felder, man nimmt eben jetzt Pestizide und Kunstdünger und hat Wegfall von bestimmten Brachen. Und so könnte man aber auch wieder zurückkehren, wenn man den entsprechenden Ausgleichszahlungen zum Beispiel aus dem riesen Agrarfördertopf bekommt und vielleicht nicht mehr nur aus der zweiten Säule, indem man eben wieder Insektenkorridore schafft, wieder extensivierte Flächen, sich vielleicht wieder an alten Feldwegen orientiert und die nicht extra asphaltiert. Und das wäre tatsächlich schon ein großer Fortschritt auf dem Weg zu einer vielfältigen Landwirtschaft, die positiv auf die Umwelt wirkt. Man müsste wohl, um wirklich da Erfolge zu erzielen, eben nicht nur einzelne Inseln haben, sondern die Naturräume wieder insgesamt mehr vernetzen und 20% naturnahe Lebensräume schaffen, wo natürlich auch die großen landwirtschaftlichen Nutzflächen mit einbezogen werden müssen, um tatsächlich da eine gewisse Änderung zu vollziehen. Man kann auch, wie man hier sieht, Gemengeanbau betreiben, also zwei Feldfrüchte, hier in dem Fall das Bild Hafer und Erbsen miteinander kombinieren, die eben dann eine höhere Vielfalt auf dem Acker geben, die eine bessere Unkrautunterdrückung leisten, einen geringeren Schädlingsbefall und im besten Fall Ertragsschwankungen ausgleichen können. Natürlich macht das auch mehr Aufwand der Saaten und der Ernte, aber es hat eben auch sehr, sehr viele Vorteile. Und hier die Erbse, auch eine Leguminose, die eben Stickstoff aus der Luft in den Wurzeln bindet. In den Wurzeln, da gibt es kleine Knöllchen, sehen wir gleich noch, die kann dann den Hafer gleichzeitig mit Stickstoff versorgen. Oder auch beim Mais, wir erinnern uns vorhin das Bild mit den riesen nackten Boden. Zwischen dem Mais kann man Untersaaten machen, die eben zumindest diese Erosion, die da droht, wenn es jetzt wieder regnet, zum Beispiel verhindert. Wie sieht das aus mit der heimischen Tierfutterproduktion? Es wäre insgesamt natürlich besser, wenn man wieder mehr gemischte Betriebe hat, also die Tierhaltung, die insgesamt minimiert werden muss, mit der Landbewirtschaftung kombinieren. Jetzt kann man auch überlegen, wie ist das mit dem Sojaanbau sogar. Man kann ja auch neben Klee oder Felderbse auch zum Beispiel Soja als Stickstoffbinder anbauen. Hier sieht man auch mal die Wurzeln, von denen ich sprach, wo dann die kleinen Knöllchen sind, die den Stickstoff eben binden und falls man die Pflanze vorher aberntet, für die Folgekultur im Boden lassen. Soja ist aber deshalb hier problematisch, eigentlich fast wie der Raps, weil es eine Pflanze ist, die eigentlich in tropischen Gefilden wächst und die eben erst ab 10 Grad ausgesät werden kann, wo eben vorher der Boden theoretisch relativ unbedeckt sein muss, was wieder einen hohen Pestizideinsatz verursacht. Und gleichzeitig muss man Soja sozusagen impfen mit bestimmten Rhizobien, weil sie nicht von hier kommt, mit diesen, dass dann tatsächlich die Wurzel auch den Stickstoff binden kann. Es gibt es schon als Saatkorn fertig oder man kann den Boden impfen, aber es ist sozusagen schwierig mit dem Sojaanbau hier. Vielleicht findet man da noch optimalere Lösungen, auch in Kombination mit anderen Pflanzen. Da ist bestimmt auch noch viel Forschung notwendig. Was ist eigentlich mit anderen Labels als den Öko-Labels? Ich will hier mal ein Beispiel bringen von Rainforest Alliance, dieser kleine grüne Frosch. Man könnte ja denken, super, die Bananen, die kaufe ich mir, die haben den kleinen grünen Frosch, das sieht aus, als wäre es alles super produziert. Aber wenn ich hier, es ist auch ein eigenes Foto, was ich mal hier im Konsum um die Ecke gemacht habe. Wenn man dann schon sieht, Kilogramm 1,19, könnte man sich fragen, kann das sein, wenn die von Costa Rica kommen und bis hierher gekommen sind? Ich war tatsächlich habe einen Bauern besucht, der Bananen, die so zertifiziert sind, anbaut. Und man sieht hier, dass die erstens alle in diesen blauen Insektizidsäcken sind, damit sich eben keine Insekten dann ansetzen. Dann werden die hier in dem Wasser, das ist leicht mit Chlor versetzt, alle nochmal gewaschen, weil wir alle schön, toll glänzende Bananen haben möchten. Und das Wasser versickert dann da einfach im Boden. Und es werden genauso Pestizide eingesetzt. Also es ist eher dem konventionellen Anbau, wenn man jetzt mit Tier vergleicht, gleichzusetzen. Also man darf mineralisch düngen, man darf Pestizide einsetzen, man muss es eben nur aufzeichnen. Und durch die Aufzeichnung ist dann sozusagen die Pflicht erfüllt. Und hier nochmal eine schöne passende Grafik dazu, wie lange nach einer Pestizidsprühung auf der Luft kehren sie auf die Plantage zurück. Und da kann man sehen, dass Rainforest Alliance 53% sogar sagen, sofort oder während der Arbeit. Also
diese Standards sind so gering, dass ich sagen würde, dass das eben eher nicht zu dem führt oder dass tatsächlich eher kontraproduktiv ist, wenn man selbst vielleicht ein gutes Gefühl hat, wenn man eben das Label nicht geprüft hat und denkt, man hat was Gutes gemacht und letztlich der Bauer auch vor Ort sagen kann, ja, ich bin ja sogar Rainforest Alliance zertifiziert in diesem Fall, ich habe ja alles richtig gemacht und letztlich werden aber trotzdem, ja, es gibt schlechte Arbeitsbedingungen, es gibt negative Folgen für die Umwelt und für die Menschen, die auf den Plantagen arbeiten und vielleicht sogar wir, die es essen. Ich kann hier eine http://label-online.de, da kann man tatsächlich verschiedene Labels prüfen, wer sich dafür interessiert. Sicher ist man, oder sagen wir mal relativ sicher, wenn man einfach ja, ökologisch einkauft. Und eine Auswirkung eben dieser verfehlten Agrarpolitik, auch von der EU-Seite, ist es eben, dass man Staaten, Drittstaaten wie Costa Rica oder andere halt zwingt, sich auch zu spezialisieren, sei es jetzt Kaffee oder Bananen oder Ananas, auch in dem Fall dort ganz schlimm, was den Anbau angeht für den Export, um eben mitzuhalten im internationalen Markt und dass es da eben ja, dann zu riesigen Monokulturen von in diesem Fall Bananen oder auch Ananas kommt. Ein anderes positives Beispiel ist das Konzept der Agrarökologie. Hierfür gibt es jetzt kein Zertifikat wie im Ökolandbau, sondern es wird eben versucht, traditionelles Wissen in die Landbewirtschaftung einzubinden, natürliche Kreisläufe nachzuahmen. Es ist eher ja, ein Gedanke, dass man eben im Kreislauf wirtschaftet und das auch zum Beispiel aus Costa Rica ein Betrieb, der eben Plantagen wie Kakao oder jetzt fällt es mich ein, Avocado, genau, und Gemüseanbau kombiniert und das also sehr nachhaltig macht und das eben am lokalen Markt verkauft, was auch in gewissen Sinn auf Vertrauen basiert, was eben im Vergleich zu dieser Monokultur wirklich ein, ja, da ging mir schon ein bisschen das Herz auf, als ich diesen Betrieb besucht habe und es gibt es ja auch hier und es ist aber insbesondere die Agrarökologiebewegung in Lateinamerika auch entstanden und wird von La Via Campesina zum Beispiel sehr unterstützt. Was gibt es sonst noch für Alternativen? Noch ein tolles, ja, eine tolle Form der Landbewirtschaftung und Kooperation mit den Konsumenten ist es die Idee der solidarischen Landwirtschaft, die in der EU und auch in Deutschland immer mehr Projekte umfasst. Was ist das? Da schließen sich also direkt die Produzenten und die Konsumenten fest zusammen, indem sie gemeinsam das Wirtschaftsjahr planen und dann ausgerechnet wird, wie viel das ungefähr kosten wird, das alles zu produzieren. Und dann wird zahlen die Verbraucher direkt an die Bauern, also an die, die solidarisch landwirtschaften, eine fixe Summe an Geld jeden Monat und kriegen dafür einen festen Teil der Ernte. Und das gibt natürlich den Bauern die Sicherheit, eben besser planen zu können und auch entsprechend Geld bekommen zu können und dafür hoffentlich dann auch viel besser anbauen zu können. Man sieht hier, Gemüse ist hier wirklich stark in der Produktion in der solidarischen Landwirtschaft und es gibt auch ganz viele neue Projekte gerade. Ich kann nur sagen, in Leipzig gibt es relativ viele, aber auch um Halle und bestimmt auch, wovon immer Sie auch zuschauen, Sie können ja mal sich informieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch in Ihrer Region solche Landwirtschaftsprojekte gibt. Dann kann man auch selbst noch aktiv werden oder es haben sich auch immer mehr Ernährungsräte gegründet, um ein bisschen ein Sprachrohr zu sein. Was ist das Ernährungsrat? Da wird auch das Motto verfolgt, gutes Essen für alle. Die Bewegung kam ursprünglich aus den USA und dann über Kanada, Brasilien, Großbritannien bis nach Deutschland. Mittlerweile gibt es in vielen großen Städten Ernährungsräte. In Köln war der erste und Berlin und auch in Leipzig und in Dresden und also in vielen weiteren Städten, Frankfurt zum Beispiel. Und Ernährungsräte ist halt ein Zusammenschluss von verschiedensten Personen und auch Bauern und Produzenten und ganz normalen Konsumenten, die eben sich dafür einsetzen, regionale Wertschöpfung, also Direktvermarktung oder eben auch solidarische Landwirtschaftsprojekte, Bauernmärkte etc. mehr zu fördern, die sich dafür einsetzen, ökologisch und sozial verträgliche Landwirtschaft in der Region stark zu machen und den Verbrauch eben mehr regional zu bestreiten und eben genau regionale Produzenten und Verbraucherinnen vernetzen wollen und auch schauen wollen, dass die Stadtpolitik oder die kommunale Politik das Thema Ernährung und Landbewirtschaftung überhaupt wieder auf dem Schirm hat, weil oftmals
gibt es das kaum mehr, weil diese globalisierten Agrarmärkte haben dazu geführt, dass das Thema ein bisschen von der Agenda auch von den Städten verschwunden ist. Aber hier gibt es ja viele Fragen zu klären, zum Beispiel, wie kommt man eigentlich an Land? Was macht die Stadt mit ihrem mit dem Besitz ihres Landes? Gibt die das immer an den Meistbietenden oder werden zum Beispiel alternative Landwirtschaftsprojekte gefördert? Und meist ist es ein offener Netzwerkcharakter, wie auch in Leipzig. Da hat sich jetzt auch ein Ernährungsrat gegründet, wo ich auch im Vorstand bin. Und das ist also schön, sich da ein bisschen mehr für sowas einzusetzen. Und gern kann man da auch ja, immer mitmachen. Und das gilt, glaube ich, auch für alle Ernährungsräte, die sich so in Deutschland gegründet haben. Und man kann es eben als ein Werkzeug sehen, um ein bisschen dafür zu kämpfen, dass es eben zukünftig ein demokratischeres Ernährungssystem gibt, wo die Lebensmittel ökologisch verträglicher und auch sozial verträglicher letztlich angebaut werden. Ein Stichwort, was dann immer fällt, was ich hier zum Schluss noch kurz präsentieren möchte, ist das der Ernährungssouveränität. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet eben, dass im Gegensatz zur Ernährungssicherheit es eben nicht nur darum geht, dass alle irgendwie zu essen haben und Kalorien bekommen, sondern dass eben Individuen, Gruppen oder ja, wer auch immer auch das Recht hat, eigene Landwirtschaft und Bodenpolitik zu betreiben, dass die ökologischen und sozialen und kulturellen Bedingungen auch mit eine Rolle spielen, dass eben das Recht auch auf Land und der Zugang zu Land überhaupt ermöglicht wird, dass man das Recht hat, auch Nahrungsmittel zu produzieren und dann letztlich eben für alle Menschen Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln ja, geschaffen wird, die eben nicht mit ja, unter hohen schlechten Umweltauswirkungen und mit vielen Pestiziden zum Beispiel angebaut werden. Und das bedeutet eben Ernährungssouveränität, wofür sich verschiedene Bauernverbände, also nicht der Deutsche Bauernverband, sondern kleinere, einsetzen. Und ja, dann möchte ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und freue mich jetzt später noch vielleicht über Nachfragen. Wer noch spezielle Fragen an mich richten würde, sieht hier meine E-Mail-Adresse vom BUND. Ansonsten kann man auch gern den BUND Dresden noch befragen. Wer gern etwas spenden möchte, der darf das auf der Adresse tun, die ich hier ja, aufgeschrieben habe. Und auch nochmal ein Dank an die Deutsche Postcode-Lotterie, die das Ganze finanziert und gesponsert hat. Und natürlich vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und ich hoffe, es war ein bisschen interessant und hat ein paar Anregungen gegeben. Dankeschön.